Das beste High-End-Make-up. Somit ein High-End-Make-up-Starter-Kit. Habt ihr das gesehen? Da war es nur noch ein Ring. Hi, ich habe heute meine besten High-End-Make-up-Produkte. Ihr könnt es sehen wie ein Make-up-Starter-Kit oder Produkte, die ich wirklich aus dem High-End-Bereich seit Jahren liebe, auf die ich schwöre, die ich auch jederzeit nachkaufen würde und bei denen ich sage, da hat sich das Investment auf jeden Fall gelohnt. Ich gehe davon aus, dass ihr auf dieses Video geklickt habt, weil es euch interessiert. Falls nicht und ihr lieber Drogerie möchtet, habe ich hier oben auch ein Video für euch, in dem ich über meine All-Time-Drogerie-Favoriten gesprochen habe. Also klickt hier einfach rauf und sonst würde ich sagen, bleibt dran und viel Spaß beim Video. Ich finde, beim High-End-Make-up ist es genauso wie in der Drogerie. Es gibt tolle Produkte, es gibt absolute Flops. Man muss sich halt ein bisschen durchprobieren. Oder ihr schaut einfach meine Videos und dann habe ich das Ganze quasi für uns alle schon gemacht. Und heute nenne ich euch meine absoluten All-Time-Favoriten. Ich habe das jetzt aufgeteilt, also heute gibt es quasi konventionelles High-End-Make-up. Und die nächste Folge aus dieser Reihe würde ich dann komplett nur Naturkosmetik High-End-Produkten widmen. Weil ich weiß, dass die Nachfrage da sehr groß ist und so habe ich dann quasi zwei einzelne VM. Weil ich weiß, dass die Nachfrage da sehr groß ist, ich teste aber aktuell noch ein paar Sachen und dann kommt das Video als nächstes. Ich beginne mit Primern. Und für mich ist ein Primer die Basis für schönes Make-up. Ob es nun ist, dass ihr sagt, ihr habt ölige Haut und ihr müsst die Ölproduktion kontrollieren, ihr möchtet eure Poren minimieren oder wie ich, ihr möchtet einfach von innen heraus strahlen. Und da können Primer halt wirklich unglaublich viel machen. Das Ding ist, ich habe so viele, die halt in diese ähnliche Richtung gehen. Ich finde aber, dass der Sisley Instant Glow Primer so ein bisschen, er hat zwar eine Pfirsich-Base, aber es geht so ein bisschen in das Perlmutt-Rosa-Richtung, sprich auf sehr heller, etwas kühlerer Haut wird er toll aussehen. Ich trage ihn auch heute und was ich allgemein an Sisley mag, dass es so ein Hybrid zwischen Make-up und Hautpflege ist und das fühlt sich im Grunde an wie so eine glowige Feuchtigkeitspflege, die man nochmal raufgibt, sprich das Make-up lässt sich halt grandios auftragen. Und mein zweiter, der so ein bisschen mehr in diese goldige Richtung geht, ist von Becca der Backlight Priming Filter. Ich habe davon jetzt auch die lilane Version. Der Priming Filter Instant Complexion Refresh. Aber ganz ehrlich, das Produkt macht irgendwie gar nichts. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie den Hautton ausebnet. Das ist für mich okay, aber haut mich in keinster Weise um. Dieses Produkt riecht großartig, aber lässt halt die Haut, hier sieht man das glaube ich sehr, sehr gut, so unfassbar strahlen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und genau wie das Sisley-Produkt ist es einfach nur eine reine Bewegung. Da ist kein Glitzer, da ist nichts. Für mich absolute Must-Have-Produkte. Wenn es euch interessiert, kann ich nochmal ein komplettes Video nur zu solchen Produkten machen, aber das sind meine zwei Favorites. Okay, bei Foundation musste ich nicht lange nachdenken, denn es gibt immer, seitdem ich meinen Kanal habe und auch schon davor, habe ich immer wieder Foundations ausprobiert. Aber es gibt eine Reihe, und das glaube ich, könnt ihr euch vielleicht denken, die von Tag 1 auf meinem Kanal ist, bis heute und auch schon davor. Tada! Es ist natürlich die Estée Lauder Double Wear Reihe. Ob ihr ultra ölig seid, ultra trocken, Mischhaut, da gibt es halt eine Formulierung, die für jeden funktioniert. Und ihr habt auch verschiedene Deckkraftmöglichkeiten. Also wenn wir jetzt die ganz normale Double Wear haben, die ist sehr, sehr deckend. Das ist auf jeden Fall eine maskenartige Foundation. Wobei es gibt auch noch einen Step Up, die habe ich auch. Das ist die Full Cover, glaube ich. Man kann die normale Double Wear aber auch toll mischen mit einem Tropfen Öl zum Beispiel. Dann haben wir die Double Wear Light mit einer Medium Deckkraft, die die Haut einfach schon ein bisschen mehr zum Strahlen bringt, aber nicht ultra dewy, sprich so sehr, sehr viel Bewegung auf der Haut hat. Und mein aktuelles Baby ist die Double Wear Nude Water Fresh. Die ist auf jeden Fall sehr strahlend, hat eine leichte Deckkraft, die man auf jeden Fall aufbauen kann. Ihr könnt euch am Counter Color matchen, sprich dann wird da so ein kleiner Laser ausgestrahlt und so könnt ihr eure Farbe finden. Und auch gerade wenn man sagt, was ist das beste High-End-Make-up, ich möchte investieren, ich habe aber Angst, dass es nicht für mich klappt. Ihr werdet halt aus dieser Reihe auf jeden Fall etwas finden, was für euch und euren Hauttypen klappt. Vielleicht fragt ihr euch, Jamina, was trägst du nur auf deinen Augen? Das ist so ungewohnt, so. Das ist etwas, was ich jetzt schon ein bisschen länger teste. Und da dachte ich immer so, okay, ich muss halt einfach mal längerfristig da ein paar Looks mitschminken, um zu sagen, lohnt sich dieser
horrende Preis für diese Lidschatten. Ja, es lohnt sich, aber nur, wenn ihr jemand seid, der wirklich Lidschatten jeden Tag trägt. Der einfach sagt, ich liebe es, ich probiere aus, ich brenne dafür. Oder vielleicht arbeitet man als Make-up-Artist. Dann lohnen sich die Natasha Denona Lidschatten. Das Ding ist, Pigment begeistert mich gar nicht so sehr heutzutage, denn es gibt so viele Lidschatten, die toll pigmentiert sind. Was mich begeistert ist, wie unglaublich einfach man die verblenden kann. Und deswegen würde ich sagen, sind es die besten High-End-Lidschatten, weil sie unglaublich easy peasy in der Anwendung sind. Schaut es euch einfach an, der Hype war für mich immer so ultra übertrieben. Aber jetzt, wo ich echt einige von den Farben ausprobiert habe, Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt. Ich trage seit fast einem Jahr das allererste Mal wieder einen Eyeliner. Das ist richtig krass. Meine absolute Nummer 1 ist nämlich der Stila Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner. Dünne Linien ziehen und wenn man etwas dicker aufdrückt, halt auch sehr fette schwarze Linien. Ich habe das Gefühl, dass dieser Mechanismus auf jeden Fall hilft, weil ich habe den jetzt seit, wie gesagt, fast einem Jahr nicht verwendet. Und ich habe ihn auch schon mal nachgekauft, weil meiner leer war. Und der ist halt immer noch total schwarz. Und so ein kleiner Wing ist halt ab und zu doch mal ganz nice. Ich liebe den. Um das Auge abzuschließen, würde ich immer einen Concealer empfehlen. Wenn ihr mich nicht kennt, dann werdet ihr jetzt denken, okay, was ist denn ihr Lieblingsprodukt? Für alle anderen sagen so, okay, oh, Yami am Aufhalter. Ich könnte nichts anderes nennen, außer dieses Produkt. Das ist der Sisley Eye Concealer mit Botanical Extracts. Ich habe die Farbe 2. Und dieses Produkt ist der wahrgewordene Traum in einer Tube. Meine Güte, das Witzige ist, so viele von euch haben ihn mittlerweile gekauft und es wertschätzt sich so sehr, dass ihr meiner Meinung so sehr vertraut, um halt ein Produkt zu kaufen, was diesen Preispunkt hat. Der kriegt einem nirgendwo hin, der lässt einen den ganzen Tag frisch aussehen. Ich könnte ohne Witz 3 Stunden reden, wie toll ich dieses Produkt finde. Lass uns weitermachen. Jetzt kommen wir mal langsam zu den Wangen. Da kann ich ja 5 Jahre drüber reden. Es wäre ja kein Video von mir, wenn ich jetzt nicht total ausrasten würde und über Cremeprodukte rede. Okay, passen wir auf. Also, das Produkt habe ich wirklich ganz, ganz neu. Ich möchte nur anmerken, dass ich wusste, dass ich es lieben werde. Das ist Tom Ford Shade and Illuminate. Das ist eine aktuelle LE, die es jetzt ab März gibt. Deswegen ist es so ein geiles silbernes Packaging. Normalerweise kommen die aber in dem typischen Tom Ford Braun-Gold. Und es gibt auch von dem Produkt mehrere Farben. Am liebsten habe ich jetzt gemerkt, trage ich das mit dem Beauty Blender auf. Zack, zack, tupfe das in die Haut rein. Dieses Highlight. Sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein, wenn man sehr ölige Haut hat, weil es doch ein bisschen speckig wirken kann. Dadurch, dass ich die Textur aber schon längst kenne von diesen beiden Produkten, die ich ja letztes Jahr rauf und runter getragen habe. Ich meine, das seht ihr ja. Für mich persönlich die besten Cremeprodukte überhaupt. Aber keine Sorge, wenn ihr sagt, ich habe aber eher ölige Haut, Mischhaut, ich kann die ja nicht so glänzen, das sieht nicht aus bei meiner Haut, dann kann ich euch diese beiden empfehlen. Trage ich auch super gerne, ist dann für mich halt eher so dieser matte Creme-Look. Was aber an einigen Tagen auch ist, also ich möchte auch nicht jeden Tag so extrem dewy sein. Von Clinique die Cheek Pops, das ist hier die Farbe Ginger Pop. Oder von Paracone MD der No Blush Blush. Das ist wirklich so im Grunde gar keine wirkliche Bewegung auf der Wange, sondern wirklich nur pure Frische. Und das kann jeder Hauttyp tragen. Und wenn ihr jetzt aber sagt, Yamina, ich möchte allgemein keine Cremeprodukte tragen, welche Blushes in Puderform kannst du empfehlen? Die von Tarte, die finde ich unglaublich toll. Die haben wunderschöne Farben. Die sind so unscheinbar. Man swatcht sie und denkt, oh nee, das ist irgendwie, warum denn so raus? Und was ist denn das hier für ein Quatsch? Und gerade zum Beispiel hier die Farbe Exposed, ihr seht, liebe ich total. Ist so unscheinbar auf der Wange, sehen die so toll aus. Oder die Farbe Sensual, auch so ein Ding. Man denkt sich so, pff, ja, ist halt so ein Newton, was soll das schon können? Wahnsinniger Effekt auf der Wange. Also definitiv meine liebsten Puder-Blushes. Okay, ich komme mal so zum Puder allgemein im Gesicht. Da habe ich schon Chanel, das lose Puder, finde ich großartig. Aktuell teste ich das von Shiseido, das Translucent Loose Powder, finde ich auch sehr schön. Macht halt eine extrem ebenmäßige T-Zone. Aber so All-Time-Favoriten, die ich seit Jahren verwende, Too Faced, Primed and Poreless. Ich meine, ich habe schon wieder das Fändchen erreicht, ich liebe das Zeug. Mattiere einfach wirklich in drückenden Bewegungen so ein bisschen meine T-Zone. Und das minimiert halt die Poren wie nichts anderes. Aber
weil das Ganze sehr paradox ist und man sich mattiert und dann wieder Schimmer drauf macht und wieder dewy aussieht, aber es dann wieder abmattiert, muss ich auch sagen, bin ich ein jahrelanger Fan der Hourglass Ambient Lighting Palette. Und da gehe ich entweder nur in den Bronzer und mache das eher hier oder mische einfach alles ganz wild. Und arbeite das einfach so über die gesamte Haut nochmal. Und wisst ihr, man denkt sich so, um Gottes Willen, das ist doch so ein schimmriges Puder. Wie kannst du das in die T-Zone machen? Aber man sieht es einfach nicht, obwohl es einen Effekt hat. Okay, also Lippenstifte. Ich habe mal Folgendes zusammengestellt. Das ist so eine Ansammlung von, ich würde sagen, meine Top 3 Marken, bei denen ich weiß, egal was ich möchte, welche Formulierung, welches Finish, ich finde da was und es wird halten und es wird gut aussehen, es wird mir nicht ausbluten. Das sind so die drei Faktoren, die für mich mega wichtig sind. Da hätten wir einmal Tom Ford. In meinem zweiten Video jemals habe ich schon Tom Ford Produkte gezeigt. Auch schon dabei damals waren Estee Lauder Lippenstifte. Die haben ja mittlerweile auch alle Formulierungen von super glossy, von Metallic bis hin zu matt. Bis hin zu Schimmer, Sheen, Vinyl haben sie jetzt auch ganz neu. Packaging haben sie über die Jahre verändert. Großartig. Und so der Allrounder sind auf jeden Fall die NARS Audacious Lipsticks. Die haben halt eine tolle Farbabgabe, sind auf keinen Fall matt, aber auch nicht glossy. So gefühlt die perfekte Mitte. Kommt halt total drauf an, welche Farben ihr mögt, welches Finish, aber die drei liebe ich sehr. Und dann wollen wir das Ganze natürlich auch setten. Und das ist für mich so mein letzter Make-up-Schritt, bei dem ich sage, da lohnt sich das Investment, da lohnen sich teure Produkte, weil die helfen halt entweder das Make-up aufzufrischen oder die Haltbarkeit zu verlängern oder einfach nochmal alles so wirklich so in die Haut einzuzimmern. Und da muss ich sagen, das Givenchy Mist Me Gently ist, glaube ich, so meine All-Time Nummer 1. Einfach, weil ich das halt vor meinem Make-up, oh mein Gott, das riecht so großartig, weil ich es halt vor meinem Make-up auftragen kann, aber halt auch danach. Es ist nichts, was die Haltbarkeit extrem verlängert. Mir ist es aber viel wichtiger, dass meine Haut frisch aussieht und dass alle Produkte, die ich aufgetragen habe, ein Gesamtbild ergeben. Wenn ich aber möchte, dass ich einfach nur extrem dewy bin und total strahlend bin und meine Haut einfach aussieht, als ob sie gerade so ein bisschen lange in der Sonne war, dann nehme ich das Tatcha Dewy Skin Mist. Wenn ihr ein High-End-Make-up-Starter-Kit beginnen möchtet, sind das die Produkte, die ich euch von Herzen ans Herz legen kann. Von Herzen empfehlen kann. Und ich werde euch natürlich alle Produkte wie immer in die Infobox schreiben. Und wenn euch die Naturkosmetik-Version interessiert, dann schreibt es mir und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Meinen Kanal könnt ihr natürlich wie immer kostenlos abonnieren. Das ist hier. Und mein nächstes Video ist wie immer mein Weekly-Vlog am Mittwoch. Ich weiß nicht, ob wir letzte Woche toppen können. Es war auf jeden Fall unglaublich süß. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, dann klickt jetzt hier rauf, schaut vorbei und dann sehen wir uns Mittwoch wieder. Bye!